im Kalender sieht man da so Pünktchen, das sind eigentlich die Uhrzeiten, und da wäre dann die Nacht. Und vor dem Morgen um 2 müssen wir im Nest sein, weil sonst klappen wir zusammen. Da ist Akre. Du kennst Akre als die Werkzeugmacherin des Clans, genauso wie ihr Partner Kroll ist auch sie gerne beschäftigt. Ich habe es satt, Wege zu bauen, aber du solltest vielleicht welche für die Felder herstellen. Pflanzenfasern. Öffne dein Inventar. Dort kannst du in jedem leeren Slot oder im speziellen Handwerkslot craften. Wähle einen Gegenstand aus, den du herstellen willst, und erfülle den erforderlichen Voraussetzungen. Herstellungsanleitung Solartrockner. Anleitungen zum Herstellen weiter Gegenstände werden verfügbar sein, wenn dein Clan gedeiht. Jupp. Das ist der Kroll, der Baumeister. Du kennst Kroll als der Baumeister des Clans. Genau wie sein Partner Akre ist auch er immer gerne beschäftigt. Die Kinder sind alle besorgt über den Initiationsritus. Da sieht man Flowers. Im Moment haben wir noch keine. Wenn wir da auf Journal gehen, gemeinsam arbeiten, erst auf der Farm. Finde wilde Samen und Pflanzen pflegen sie. Initiationsritus. Sprich mit dem Clan. 12 von 27. Das ist ein Tutorial, das man anschauen kann. Dann kann man da irgendwie auf Schließen oder auf Escape drücken. Die Welt der Gürtel, geh auf den Frauen, interagieren. So, nach da haben wir Prophezeiungsbaum, Kalender. Also morgen ist Initiationsritus. Am Kalender sieht man, Frühling hat 28 Tage. Wer Geburtstag hat, der Jack und Tetti. Tetti haben wir noch kennengelernt. So. Da ist der Run. Da hat es noch Tomaten. Tomaten, neue Sack, gut entdeckt. Ada. Du kennst Ada als die Heilerin des Clans. Sie hat immer einen Vorrat an Kräutern in ihrer Hausapotheke. Ihre kann man Kräutchen kaufen, aber am sinnvollsten ist es, die zu sammeln. Da muss man keine Punkte ausgeben. Probieren muss man zahlen. Ich habe einige von diesen Pflanzen gesammelt. Tomaten sammeln. Vielen Dank. Du kennst Ron als der, der das Wasser für den Clan sammelt. Zwischen den zwei Flüssen hier gibt es nicht viel für ihn zu tun. Ich würde Tetti nicht als Betrügerin bezeichnen, aber diese alte Frau bewegt sich zu schnell für ihr Alter. Du kennst Tetti als die Geschichtenerzählerin und das Klatschmal des Clans. Willst du dich selbst am Knochen versuchen? Ja, mit dem Finger wird es schwierig, aber wir haben es. Wirf auf den Stein und hebe den Knochen, bevor er fällt. Schau mal, ob du 8 bekommen kannst. Nochmal. Ja. Wir müssen das schaffen, weil die geht uns die erste Kiste. Ah, ist da nicht doch kalt. Dort. Mit Linksklick kann ich das auch starten.
Jawohl, achtmal. Neunmal. Zehnmal. Elfmal. Dreizehnmal. Jetzt einmal. Beeindruckend. Bin mir sicher, dass du diese Box gut gebrauchen kannst. Tadam! Steinkiste. Jetzt können wir auf Inventar. Und jetzt haben wir hier Crafting-Option. Und da sehen wir, was wir können craften. Und jetzt können wir schon eine Kiste craften, herstellen. Da muss man es amigst da rausnehmen, weil sonst bleibt sie da innen. Sie geht nicht verloren, aber... Du kennst Oka als die Wolfsmutter und die die Raubtiere fernhält. Die Wölfe können die Aufregung der anderen mitbekommen. Ich wette, sie würden alle lieber... es lieber, wenn du ihnen Leckerli gibst. Rotes Fleisch. Panzen? Nein. Reese. Du kennst Reese als die Künstlerin des Clans. Auch wenn sie selbst keine Kinder hat, liebt sie Kinder. Ron liebt es, mit den Knochen zu spielen, auch wenn Teddy ihn jedes Mal vernichtet. Wir kommen hier durch. Da haben wir sonst noch jemanden finden. Niemand daheim. Schon geschwätzt. Ich verstehe nicht, warum wir also. Jetzt haben wir schon fast Mittag. Da sind der Oka ihre Wolf. Es scheint dir nicht genug zu vertrauen. Dann kann man dann jemanden finden. Die Kleider- und Gürtelmacherin des Clans. Sie hilft auch gerne beim Sammeln. Kaum zu glauben, dass Juk sein Initiationsritus von über 2 Jahren hatte. Wo ist die Zeit geblieben? Das ist eine Näherin vom Dorf mit ihrem Sohn zusammen. Und da, mit, wenn wir 500 Dinge haben, können wir einen grösseren Gürtel machen. Und da haben wir. Nachher, ich kann mich nie entscheiden. Haben wir da nachher eine zweite Toolbar. Wir stellen jetzt mal unsere Kisten auf. Scrollen wir über. Auf. Wenn man Rechtsklick macht, kann man hier noch die Farbe wechseln. Von den Kisten. Ich kann draufklicken, dann macht es Bar auf. So. Ich kann noch mal schauen, ob wir noch irgendetwas finden. Das ist schon Nachmittag. Kibis. Du kennst Wort als der älteste der Kinder, was ein Jäger werden will. Ich kann deinen Initiationsritus kaum erwarten. Ich wette, Tara wird Süßigkeiten machen. Atta, ein ehrgeiziges kleines Kind. Ich wüsste nicht, warum ich meinen Initiationsritus nicht mit dir machen könnte. Ich habe hier viel zu tun. Bra, du kennst Bra als der jüngste im Clan, der ein Jäger werden will. Wie cool ist es, dass dein Initiationsritus im größten Pacha-Baum stattfindet, den ich hier gesehen habe.
Ja, ne, wie viel haben wir? 21 von 27. 6 fehlen mir noch. Kommen wir in den Wald? Kommen wir in den Wald, zum Wald. Ah, da unten sind noch ein paar. Hören wir doch mal da runter. Garek, du kennst Garek als der Denker des Clans. Er denkt immer darüber nach, wie die Dinge funktionieren. Igorok hat mir gebeten, bei der Suche nach Saatgut für die Felder zu helfen. Wenn man bemerkt, dass aus diesem winzigen fast Felsenpflanzen werden können, Karottensamen. Uak behauptet, dass er heute keine Hilfe braucht. Das ist eine Menge schweres Zeug, das wir morgen früh transportieren müssen. Woda, du kennst Woda als ein Fährtenleser, der sich dem Clan auf unserer Reise hier angeschlossen hat. Ich frage mich, was wir noch alles finden können, wenn wir uns erst einmal losgelöst haben. Inventory. Das sehen wir uns. Nachher da unsere Saatgutbüttel. Erkenntnis, die wir haben. Kannst du das scrollen? Und da ist unser Werkzeug. Ich kann es auch austauschen. So. So. Wie es einem beliebt. Ja, da unten geht es dann noch weiter. Später mal. Da ist auch noch einer am Worken. Jack, du kennst Jack als der das Feuer hütet. Er ist eher ein Einzelgänger. Jack braucht meine Hilfe nicht. Also habe ich versucht, die Steine zu beseitigen. Nice, mach das. Da brauchst du so sammelbare Krütli und... Also haben wir 14 Bälle. 3 fehlen, Inventar. Da sieht man, hier so Blumen. Je mehr man interagiert, umso mehr Blumen bekommt man. Und dann gibt es gelbe und rosa Blumen. Kein Geschenk verteilt. Ideen. Weiß noch nicht, wer das ist. Mal in den Wald über. Der Schamane Wauk ist im Wald und bereitet sich auf das morgige Übergangsritual vor. Wir sollten ihn nicht stören. Also können wir noch nie im Wald. Gut. Dann gehen wir halt nicht in den Wald. Er scheint ihn nicht genug zu vertrauen. Hellrot macht schon die Musik. Wir haben noch nicht geschwätzt, oder? Du kennst die Loe als eine Heilerin in Ausbildung, die immer damit beschäftigt ist, dem Clan auf die eine oder andere Weise zu helfen. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit dem Feuer mit Freer geangelt habe. Es macht ziemlich viel Spaß. Und noch Cutie. Hier und hier. Hier oder hier. Yvonne. Ich will das Angebot von Gerald nicht kopieren. Aber sonst passt nichts. Der Freer. No. Mal schauen, er ist der Fischer. Er ist meistens da einer am Fischen. Dann haben wir noch eine Muschel. Eine blaue Muschel. Ein Freer. Schön. Oh, danke, Wombi. Mal schauen, ob das schon etwas gebraucht hat.
Stifts. Da fällt mir noch jemand. Ein Geschenk. Quatsch. Wenn ich nervös bin, gehe ich angeln. Aber ich brauche nicht so viel. Wir kennen ja. Wenn du nervös bist, kannst du auch angeln gehen. Ja, ich bin schon dabei. Es gibt viel Kohle. Je mehr dass wir fischen, umso besser werden wir auch. Und schneller. Das war zu früh. So. Hoppla. Igelfisch, neuer Rekord. Meine Ausdauer ist schon am Arsch. Und wir haben noch mehr Samen bekommen. Muss die noch pflanzen. So. Und da die Steine und Äste und Kräuter, Klumpen, das respawnt auch immer wieder. Ein klein. Wir behalten mal den Tisch auf und wir bekommen den von der Tare. Ein Geschenk. X schnell übertragen. So, am Fluss rauf, Schlauch gerade wieder auffüllen. So. Da gibt es dann noch die anderen Clans, aber die haben wir im Moment noch nicht entdeckt. 26 von 27. Und es geht. Im Moment wohnen wir noch in der Hütte vom Opi und Omi. Die Felder sehen jetzt schon toll aus. Vergiss nicht, ihnen jeden Tag ein bisschen Liebe zu geben. Ja. Initiationsritus. Freundlichkeit belohnen. Wetter vorhersage? Mein rechtes Knie schmerzt. Das bedeutet, dass es bald regnen wird. Aber ich rieche noch gar keinen Regen. Mal schauen, haben wir jetzt alle. Da können wir noch mal warten. Initiationsritus, der erste auf der Farm. Ja, wir haben glaube ich nicht alle geschwätzt. Dann gehen wir noch mal pennen. Willst du jetzt schlafen? Ja. Oh, das ist Beiträge vom Clan. Das sind unsere Beiträge. 102. Und speichern. So speichert man. Und das wäre es mal gewesen mit der ersten Folge.